Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier. LS Challenges, meine lieben Freunde. Auf der Geistesberg mit mir und dem lieben Osra TV. Moinsen. Und dem lieben Fabi. Hallöchen. So, Leute, und hoffentlich jetzt mal mit den Problemen gelöst. Ich hatte so kleine. Nennt man das? Technische Probleme. Kleine technische Probleme. Wie man das nennt, Schweizer. So. Kann ich jetzt, bringt mir das was, düngen mit Gülle und nachher mit der Direktsaatmaschine mit einer Düngefunktion vorbei? Weiß ich nicht. Normalfall ja. Okay. Ah, gut, so ist es. Dankeschön, Ossi. Ja. Aber ich weiß, ob das auch stimmt. So, muss ich jetzt mal ein Schaltwerk sagen, wo, weil die ganzen Topf muss entladen werden. Oh. Und Arbeit beendet. So, also an mir kannst du jetzt nicht behängen, von mir könnte man auch vorspulen. Oh. Ich muss bitte vorher noch zwei Felder fertig machen. Mhm. Wobei noch theoretisch einen Tag können wir, weil morgen ist meist noch nicht fertig, ne? Morgen ist September. Kommt auf an, wann du angestellt hast. Also eine Reihe von Jackie könnte eine Reihe werden, ja, aber das ist halt nicht. Ich weiß es nicht genau, ob ich so angesehen habe, dass morgen. Aber theoretisch kann Soja morgen noch nicht reif werden. Hast du gerade gesagt Mais? Ja, Mais ist aber mit Soja. Ich weiß nicht, wann du Soja angesehen hast, aber mein Soja wird auf jeden Fall nicht reif morgen. So weiß ich ganz genau. Ja, mein eines fällt auf gar keinen Fall, aber die anderen drei weiß ich nicht genau. Ah! Aber eigentlich kann es halt nicht reif werden, weil es erst übermorgen wäre. Also warum theoretisch können wir vorspulen. Diese Scheiße schon wieder für eine Scheiße. Hat dieses Güllefass auch Teilbreiten Dinger? Nee. Nee. Hat nicht. Ich bin überrascht, ja. Läuft. Das ist korrekt, ja. So, jetzt die Frage, holen wir den Dreschkasten noch ein oder weniger? Leute, das verbraucht relativ wenig. Kannst auch doppelte Ausbringmenge machen, ne? Ja, aber dann muss ich ja nicht, dann würde ich ja nicht mehr düngen, stimmt. Ja, dann würdest du den Dünger sparen. Ja, nee. Oh, ach wirklich? Ja, ich weiß schon. Aber dann würde es eine Fahrt von 15 Meter geben auf den Feldern hier oben. Ist auch Ende. Dichte Schacht. Nee, das lassen wir mal. Dann wird's jetzt nur 30 Meter schaffen. Jetzt kommt nichts mehr. Mhm. Das ist verrechnet. 30 Meter sind ja gut. Gut, ja, warum? Wie viel schaffst du jetzt? Wie viele Bahnen? Warte, ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin an der zweiten dran. Jetzt bist du der schnellste, Fabio. Weißt du doch. Ja, ich weiß. Sollte ich mir mal einen Flug mieten und das mal fliegen hier in der Mitte. Wäre komfortabel. Und Fabi sollte mir mal die Paletten wegnehmen im Editor. Ja, ich sag nur so, ne? Dann müssen wir ein neues Safecam anfangen. Nee, dann lasse ich die Paletten. Ich hab mir auch schon überlegt, so ein paar Sachen hier zu ändern. Aber dann muss halt ein neues Safecam, deshalb habe ich es gelassen. Jede kleine Garutsche muss ein neues Safe-Game? Wenn du Objekte tauschst, muss ein neues Safe-Game. Wenn du Bäume tauschst, muss ein neues Safe-Game. Und wenn das Terrain oder halt irgendwelche Nein. Malereien anpasst, muss ein neues Safe-Game. Wow. Toll. Ja, nee, dann kann ich die hier aber umkrempeln. Das müsste ich wirklich machen. Wo hängt denn jetzt der Schuh, Alter? Ja. Also Fabi, zu deiner Information, 2 Bahnen und 1700 Liter. Ja, dann wird's halt eine Bahn schaffen nur.
Ja, dann würde ich nur eine Bahn schauen. Joa, ich glaube, dafür Wobei, reicht wie viel Gärreste hast du denn? Warte, ich kann es dir gleich sagen. Davon gehören aber Ossis noch ein bisschen. Ja, 33.000, bitte. 33. Und ich habe, glaube ich, habe ich angefangen, etwas über 100.000 Liter gehabt. Ja, okay, gut, dann. Aber eigentlich, die Gärreste ist eigentlich für die den Mais zu düngen. Aber wenn ich gerade Dünger habe, dann mach ich da drauf. Auf ist drauf. Ja, das. Ja, das waren über 100. 100, 300, 4000 Liter sogar. Na gut, nee, dann würde ich nicht mit doppelter Ausbringmenge arbeiten. Nee, mach ich auch nicht. Mir dann. Na, warte mal, schnell gucken, Leute. Wenn die Förderbänder immer noch richtig laufen. Hast du jetzt eigentlich schon dein Fass, Aussie? Was haben wir für ein Fass? Füllefass. Nein. Weil du was anderes gekauft in Güllefass. Ah, wir haben letztes bei mir. Was hast du gekauft? Aus Event darf man fragen. Du bist ein Schwader. Oh, ja, stimmt. Ein Krones Vato. Wer fährt denn dir kreuz und quer rum? Ach, das kann nur Jackie sein. Alter, alle Felder einmal mit Herbiziden und dann ist die Spritze auch schon wieder fast leer, glaube ich. Aha, ja, Moment. Los, Herbizide ich. Sind keine schöne Angelegenheit. Ah, den Drescher lässt du mit Autodrive fahren. Ja. Wie die? Ja. Autodrive? Wieder von mir. Ja, fahren wir im Autodrive drauf. Ja. Was ah, so zurückfahren. Auf den Server drauf, stimmt. Jetzt? Nein, ich hatte gedacht, der arbeitet damit gerade, aber ich habe nicht. Du bist ja das erste gedacht. Mal zum Gast da. Du weißt ja nicht. Ja, komm, wir reden mal nicht hier über dich gerade. Wie? Die Windows-Updates aus. Ja, wenn mir ein Techniker sagt, das soll Windows-Update sein. Ja, du hast mir erst gesagt, dass. Du hast erst so gesagt. Doch, tue ich jetzt, weil du hast gesagt, das liegt am Windows Dienstleister Netzwerk. So. Ich wusste, dass du dich rausredest. Ja, tue ich auch. Weil du mir falsche Informationen gegeben hast. Falsche Informationen. Ja. Au! Hä? Nein. Ach, Junge, ich kann das Rohr nicht ausklappen, weil Counter nicht aufgeklappt ist. Das ist ein Urgel. Der gibt Sinn, ja. Ja, das ergibt Sinn. Ach. Wahrscheinlich schon. Ja. Ja, also. Ich glaube. Ach, ja. Ich wollte gerade sagen, müsste mal irgendwie meinen Server neu starten, aber mir haben die. Aber schon in voll länger Fehler. Aber wenn man auf Neustart drückt, dann passiert ja was. Ja, stoppen und starten. Halt. Ja. Ah! Warum fährt denn der? Der hat schon wieder gespeichert. Keiner. Niemand. Och, ja, Mensch, bei mir habe ich auch manches Zuckerkleider drin. Nee, es geht nicht um den. Oder er fährt automatisch weiter. Dann fliegt der Tempomat raus. Und dann hat mein Fass weitergelaufen. Oh, 100 Liter Gärre sind jetzt weg. Oh, lieber. Nee, ich war im Escape-Menü. Ja, was war mal Escape-Menü? Du wärst damit, du hast auf Escape drückt und währenddessen auch 3. Hä? Ja, er hat selber den Tempomaten abgestellt. Achso. Nee. Um von sich abzulenken gerade. Nee. Nee. Na, geht's so raus. Alles gut. Ich hätte gemeckert, wenn wäre es nicht gekommen. Die Bahn. Ja, Jiggy. Dann meckerst du das öfter rum, ne? So. Mal fast voll machen, Leute.
Hey, für wie viele Felder muss man spritzen? Feld 10 und. 10 und 18. Ah, Die mache ich gerade okay. so parallel. Du hast Mais dran, Fabi? Nein. Mais ist parallel reif zu Sojabohnen. Ah, okay. Naja, aber nur ein bisschen Nacht, auch nicht schlimm. Nee, jetzt geht's. Alles klar. Mir wurde ja verboten, eine Stunde vorzuspulen. Ja. Also, hier darf ich eine Stunde vorspulen. Nee, ist doch egal. Fabi, Ach so. unterlass es. Sehe ich noch nicht. Das ist zu dunkel. Ja, jetzt hätte er. Ah, weißt du, was wir draufnehmen müssen? Das Gewicht, wo ich auf der Energiesbau immer dabei hatte. Ah ja, genau. Das ist richtig und wichtig. Das geht sich so aus, Alter, dass ich gerade unter dem Förderband mit dem Güllefass durchfahren kann. Alter, Aber ich lenke. so knapp. Alter, ey. Ja, Ziele machen einen wirklich arm, ne? Ja, stimmt. Ene, Bär, Ich meine, ich glaube, Dreher, 15 hier. Hektar oder was ich hier habe. Ich glaube, das sollte hier sein. Brauche ich wirklich Was? fast eine komplette 5000 Liter Spritze. Nee, das ist die nächste. Ach, liebe. Ah, du lieber Scholli. So, cool, ist ja gleich fertig mit Wenn denn. Ja, genau, So. Jackie, das ist das Mikrofon. Entschuldigung. Ich glaub, als drauf rum hier. Hallo, der ist der. Das ist aber hier neu. Tja. Was ganz komisch ist, dieses Ding da. Ja, Wie das bauen heißt wir denn das alles. bloß? Ach Gott. Da unten in den Ecken müssen wir noch mal. Was ist das für ein Gerät? Wie heißt Da das? Wie bedient unten man das? ist es. Das Schöne ist, jetzt kann ich mit meinem kleinen 6M machen. Mal Wenden fahren, Schwarten fahren. Oh, Kriegt ja dann auch mal ein kriegt paar er auch eine Stunden, ne? Arbeit. Naja, er hat schon ein paar Stunden schon runter. Wie viele Stunden hat er? 10,7. Ich hab auf meinem Deutsch jetzt 15,7. Wobei, den habe ich auch nicht neu. Ja, guck, ich hab den neu. Ich hab den 8R als einziges Fahrzeug neu und der hat. Warte, bevor. Ey! Warum läuft der denn? Diese kostet Alter. nichts. 23,5 Arbeitsstunden und den habe ich neu. Und nein, und 20 davon hat CP gelaufen. Ah, Pappel ist jetzt 22. Würde ich jetzt nicht so bejahen. Ich würde jetzt eher sagen, so 15. 23. Also ich würde behaupten, mein 6M, die 10,6 Stunden habe ich einfach, ich glaube, alle drauf gefahren. Ich muss gleich mal gucken, was ich auf dem Fan drauf habe, weil den. Ah, wobei, den habe ich auch nicht komplett selber gefahren. Ey. Oh, da habe ich im 6M irgendwas mit CPU gemacht? Ja, gut, ich habe mit Autodrive von meinem Hof zu Dings runtergefahren. Ja, gut, aber. Du hast den 6M. Doch, den hast du irgendwann mal laufen lassen, aber mit was? Welche? Mit der Spritze, glaube ich. Vorne im Eck, Leute. Mal Stimmt, ja. gucken. Aber meistens habe ich hier gefahren, Dann gucken wir von dem Eck kurz anlassen. Machen wir dieses Ding mal komplett leer, mal einmal. so, zwei Wies mit Heu sollten eigentlich reichen, hoffentlich. So, Zum nächsten Schnitt. das sieht gut aus. So, wie viel hast du noch, Fabi? Nicht mehr viel, also nur noch 18%. Oh, er meint, wie weit du im Feld bist. Hast die Zwei Hälfte? Bahnen. Zwei Bahnen noch. Ja. Ach, wieder voll weg. Richtig. Ey, da bin ich ja. So. Bisschen langsamer, ne? Was? Ja, bisschen langsamer, ne?
Nee, ich muss das ja noch nicht heute fertig bringen. Ich glaube, ich müsste das auch nicht heute fertig bringen, aber ich mach's heute fertig. weil dann können wir direkt theoretisch 2 Tage spulen. Also, okay. Was du denn noch morgen machen, Ossi? 50 PL, ja. Meine Kühe nochmal füttern. Und generell mal das ganze Stroh und na, Stroh ist mir egal, aber wenigstens mal die Wiesen leer räumen, sonst wächst die Scheiße wieder nach. So. Glück, Leute. Könnte sich das ausgehen? Man sollte eigentlich gar nichts mit Glück mitspielen, das sollte gehen. Letzte Bahn. Muss man danach wissen, das ist schon wichtig. Boah, der Grund ist zwar Torschwader, finde ich echt schon nice irgendwie. Hat wir den schon auf ihn Projekt benutzt? Ja. Welchen? Den 4-Krone-Schwader? Den 3-Kreise. Der so rüberschwadert, ne? Auf ja, einen genau. Schwader. Also, ja. Ja, klar, ein Schwad, ja. Weil ja. Der die 3 Kreise hat, den, ja, ja. Die dann halt zu einer Seite rüber. Ja, okay. Immer noch. Mühlenkreis Mittelland. Und hatte ich auch persönlich schon mal in einem Projekt, das war Roleplay Farmers, auf der En Belleron. Ja und ja, Leute, ich hab den benutzt. Einmal. Wow. So, Muddies. Besser als kein Mal. Das stimmt, ja. Kann ich den noch rumschwenken irgendwie, den Schwader? Nee, gell? Nee. Nächste Bahn, halt! Leute. Also für die unteren Felder will ich jetzt nur mal kurz anmerken, Leute. Für die unteren Maisfelder, da müsste man Zubringerfässer machen. Müsste man wenigstens einen Zubringer, dann geht das ab. Ist das ich so. Mag das auch ein Projekt, wo kann man Gülle fahren, weißt du? Ja. Ja, eher Gehreste, aber sehr das gleiche. Nee, ist nicht. Gut. Warte ich wieder nur auf Jackie. Kann ich spulen? Ja, klar. Nein, du hast den Baumfels gefahren. Ach, ich bin nicht als Admin angewählt. Wie ist denn das neue Passwort? Ja, das ist ja jetzt anders. Ja, genau. Ja, gut, dass du es gemerkt hast, Jackie. Oh, jetzt hab so. Das Ganze, ich muss noch einen Motor mal aufstellen. So, jetzt geht. Jetzt lübt er. Jetzt lübt dieser Motor, Lachs. Ne? Oh, die Sirenen gehen. Alarm. Alarm. Ach nee, na, also macht er nichts aus, oder? Macht das was aus bei Heu? Ich glaube, oder? Ich glaube nicht. Ich meine, du. Da ist nichts ernstreif. Gut. Ja, geil. Und Kraut bleibt weg. Yippie. Gut, Alter. Das ist so eine kleine Schwartel, ich behaupten. So, hier haben wir so eine komische Palette, die nennt sich. Hallo? Achso, ja klar, wenn ich am falschen Hof bin. Das ist eine komische Palette, die nennt sich Stoff. Ah, nee, die nennt sich noch Wolle. Ja. Aber die muss zu Stoff werden. Hab ich dir so befohlen. Ja. Dann ist ja alles gut. Ja. Muss klare Anweisungen geben. Sonst halten sich die Paletten nicht dran. Nicht nur die Paletten. Ach, der ist süß. Hallo. Ja, perfekt, Leute. Feld 19 grob an. Warum denn Feld 19? Ach, das schon wieder. Nee, da tue ich mir nicht nochmal an. Das habe ich einmal geflügt, Alter. Warum läuft denn Schiff? Ja, Schiff ist halt abgesonnen. Ja. Hilfe,
1500 Häfchen lebst du noch oder bist du tot? Darf ich anmerken, das war das Eistee? Oh, diese Junge. Hat sich mal gegönnt jetzt für Eistee. Wie viele Eggpalettos stehen da schon wieder? Eine, sehr gut. Ja, gibt schon wieder nichts zu tun. Nichts zu tun? Also hast du was zu tun? Ja, immer. Ah, immer noch zusammen. Zusammen pressen oder? Schwaden. Schwaden. Oh, noch nicht mal bei pressen. Nee. Beim Pressen. Also ja, sieht gut aus. Ja, gell. Mit anderen Wiesen bist du aber schon fertig, ja. Ja, wenn es kein Challenger-Projekt wäre, dann würde ich jetzt sagen, ja, ich helfe dir, aber. Also, ob ein Schwader? Nee, ich meine, nee. Presse gleich schon mit der Presse hinterher jagt. Achso. Oh, das sieht ganz gut aus. Seht ihr denn. Weil das andere ist, mich juckt's eh nicht, ob ich dir jetzt damit helfe oder nicht. Oder soll ich das nicht? Ja, ist egal. Warte, du hast so eine normale Presse, gell? Ich muss ganz ehrlich sagen, du würdest dir auch helfen, wenn du ihm helfst. Ja, mir ist es egal, ob ich schneller vorankomme oder nicht. Mir ist es eh egal, ob ich das Projekt gewinne oder nicht. Oder. Nein, halt, stopp, nicht vom Hof entfernen. Hallo. Upsi. Das war aber ganz knapp. Hey, du hast normale Presse, oder? Ja, ich fahr mit deiner. Ach so. Hä? Ja. Scheiße. Ich hab gar nicht gehofft, du verfährst wenigstens deine Spur, wenn ich meine. Ja, das hätte man gerne. So. Ja. Die Mär kam ran auf den Meter. Bitte? Der ist fast leer. Was? Ist wirklich fast leer? Wo steht deine Presse überhaupt? In der Halle. Neben dem Saatgut-Silo da. In dem Saatgut-Silo. Neben dem Saatgut-Silo. Im Saatgut-Silo steht der Kipper. Ah, da drin steht die, ja. Stopp! Wenn du Wiese. Was ist denn das? Ich kann nicht lesen. 24? Wo mal Stelle draufstehen, auf jeden Fall. Ja. Kannst du nicht die Ballen dann entladen? Kannst ja auch sammeln. So eine Sammelfunktion machen. Entladen, in den Trigger schon drin. Ja, das hätte ich wohl gehört, ne? Ja. Hey, das mach ich auch immer so, wenn ich die Presse. So. Ballenzähler, wie setzt man den denn zurück? Alles mit STGZ oder sowas? Alt Z. Oder Alt Z. So. Papa, was habe ich jetzt gemacht? Ah ne, Radeon Software halt. Nicht abschmieren jetzt bitte, danke. Ja. Das hat irgendwas mit der Radeon Software zu tun gehabt, das weiß ich. Wirklich? Ja, Ossi, lass es sein. Okay. Deswegen steht es mir ab. Jetzt kommt erstmal ein Grasball. Ah, ne. Ey, die Schwatte ist ganz schön groß, Ossi. Weiß ich. Aber ich mach dir wenigstens als 80er Ball. Ja, Jude, was denkst du denn? Ja, ich meine ja nur so bei deinen 1,25ern, die immer als erst rauskommen. 1,30ern, die da immer als erst rauskommen. Na gar nicht. Ne, 1,30 kommt noch nie raus. Wenn dann 1,50. Ne, wenn 1,50. Also 1,30er gibt's nicht im Standardspiel. Boah, bin ich gerade froh, dass wir Fruchtzerstörung aus haben. Ich zieh einfach nur die Sojabohnen hier rein, Alter. Jetzt bitte, Leute. Sag mir nicht, dass er von diesem Zaun die Kollision mitgenommen hat. Dann wär's top. Dann würde ich Fabi einfach feiern. Welcher Zaun? Fabi, du bist ein Hund. Ah, der Zaun, den ich extra neu gemacht habe, damit er da nicht durchfahren kann. Das ist 22er Zaun. Das ist der einzige Zaun, wo ich mir Mühe gegeben habe und den wirklich ersetzt habe. Also, du hast hier genau ein paar 4 Liter zu wenig. Für was? Für einen Ball? Für den zweiten Ball. Also. Dann sammel besser auf, das ist safe irgendwas liegen gelassen. Nein. Ja? Okay. Zweimal hoch und runter.
Scheiße. Also einmal hoch, einmal runter, so. So ein Ding ist das. Oh, ja, halt. Dann kannst du den einen Band trotzdem in den Trigger schon mal reinschmeißen. Ja, nicht ganz im Trigger, der liegt jetzt davor, aber. Was denn? Ach, der hat den einfach entladen, der sammelt. Ach, Junge, schläft's einfach um. Wie macht man das denn? Ah, automatisches Legen abschalten. Hä? Ja. Hier ist doch noch ein Schwert. Hä? Ja? Was ist da, zwei oder was? Ach, Junge, zu doof zu pressen oder was? Halt, 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 halt. Was wetten wir? Was ist denn das hier, hä? Ich hab grad gesagt, heißt das, sind da locker mal zwei Ballen rausgekommen. Ist unangenehm. Ach, Leute, Bronti ist so viel. Ja, ist ja keine Vorpresskammer mit dran hier. Bombe, Leute. Hä? Einfach nur Bombe, würde ich sagen. Wo wird dieser scheiß Ball denn hier aufgelöst? Hier? Wow. Vielleicht schon voll? Ach, Gesamteffekt. Ist Gesamteffekt voll? Deswegen geht das nicht mal. Mann, wer steht denn jetzt? Wenn du Gras voll reingekippt hast, dann geht nicht. Hast du den Stall mit Gras voll gemacht? Ja. Okay, ja, dann ist voll. Naja, Heu. Nee, nicht ganz voll. Gras wird noch ein bisschen was reingehen, aber bestimmt gesamt. Ist bei 33.750. Ich glaube, deswegen ist voll. Gras sind bei 32.790. Naja, gut, ein bisschen Heu habe ich ja jetzt. Mit diesen drei Feldern hier oben sind wir fertig, oh. Leute. Und noch ein Ball hinterher. Perfekt. Dankeschön. Also. Na, weiter geht's. Up on the streets hier. Gut hier. Fang aber bitte. Lassen, ja, wenn du reinkommst, gehst du schon dann. Ja, genau. Was können wir hier abkoppeln? Okay. Halt. Bringt uns ja nichts. Kauf dir doch mal eine mit Vorpresskammer hier. Warum? Hose. Schmutz. Ja, gibt's denn eine mit Pressfackelfunktion dann? Ja. Ja? Gut, dann. Die Vicon. Die macht aber nur 1,25er. Ja, ist doch scheiße. Achso, okay, ja, das wusste ich nicht, dass die nur 1,25er macht. Ich dachte, die kann auch 1,80er. 1000 Liter, Leute, sind noch drinne. Lassen wir eine Nacht noch durchgehen, Leute, wenn die. Wenn Ossi wünschen mal Sie sich das so, Ossi? Das ist mir egal. Wenn Ossi dann. Dann mach ich jetzt Ablage hier aus. Hier dein Tattoo gemacht, dass wir hier. So, wir waren dran auf jeden Fall. Google, Jackie. Aber, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Abo da lassen und unbedingt zunächst noch vorbeischauen. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.